Hi Leute, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Im letzten Video habe ich ja ein bisschen was erzählt über Depeche Mode und die mögliche Setlist im Rahmen der anstehenden Tour. Und mit diesem Video wollte ich einen zweiten Teil nachlegen, einfach um ein paar Unschärfen zu beseitigen, die sich da möglicherweise eingeschlichen haben könnten. Ausgangspunkt beim letzten Mal war ja die These, dass möglicherweise The Sun and the Rainfall von Depeche Mode live gespielt werden könnte. Und dafür die Grundlage war eine Äußerung von Dave Gahan selbst, die er im Rahmen eines Interviews getätigt hat und selbst also angekündigt hat, dass das der Fall sein könnte. Man kann jetzt sagen, Dave hat mal 3 Sekunden nachgedacht und zwar laut nachgedacht. Ob das dann so eintritt oder nicht, das wissen wir natürlich heute alles nicht. Das ist also rein spekulativ. Wie könnte es das auch anders sein? Natürlich ist es Spekulation. Wie sagt man so schön? Das ist eine Prognose und Prognosen sind dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. So ist es nun mal. Wir wissen das alle nicht. Wir werden die Setlist erst kennen, wenn die ersten Gigs gespielt sind. In der Vergangenheit war es so, dass ähnliche Äußerungen schon mal getätigt worden sind. Damals ging es nicht um The Sun and the Rainfall, sondern es ging im Rahmen der letzten Tour darum, dass es eine Ankündigung gab, dass Lie to Me Teil der Setlist werden könnte. Und in der Tour davor spielte der Song Nothing eine Rolle. Beide Songs, also weder Nothing noch Lie to Me, haben dann aber Eingang in die Setlist gefunden. So weit, so harmlos. Die Konzerte haben trotzdem Spaß gemacht. Aber ein bisschen enttäuschte Erwartungen steckt da natürlich trotzdem drin. Und vielleicht ist das mit The Sun and the Rainfall jetzt wieder so. Auszuschließen ist das nicht. Wie kommt es dazu? Dave Gahan hat sich entsprechend positioniert. Das sind seine Worte, die ich im letzten Video aufgegriffen habe. Er selbst hat sich entsprechend geäußert und gesagt, dass es eine Reihe von Songs gibt, die seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt worden sind. Und damit hat er ja auch recht. The Sun and the Rainfall zuletzt, das habe ich im Rahmen des letzten Videos im Rahmen der Kommentarzeile ergänzt, ist, glaube ich, irgendwann im Mai 1983 zum letzten Mal aufgeführt worden. Fand danach auf einer Bühne bei Depeche Mode nie wieder statt. Von daher wäre es natürlich nach 39 Jahren eine fette Nummer, wenn der Song auf einmal gespielt werden würde, sei es nun in einem Vortrag von Martin als Piano-Version oder im Rahmen einer Blues-Variante oder wie auch immer. Wenn Dave Gahan sowas in den Raum stellt, dann glaube ich jedoch nicht, dass das unbedacht ist, sondern das folgt einem Konzept. Die Jungs machen das seit über 40 Jahren, die kennen sich natürlich mit Promotion in eigener Sache aus und wissen daher, wie man das Publikum anfüttern kann, um letzten Endes bis zur Veröffentlichung des Albums oder bis die Tour dann tatsächlich losgeht, im Gespräch zu bleiben. Und Klappern gehört zum Handwerk und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wer will das kritisieren? Auch wenn man letzten Endes möglicherweise in der Hinsicht enttäuscht werden könnte, dass The Sun and the Rainfall dann doch nicht gespielt wird. Die Konzerte, da bin ich mir relativ sicher, machen dann trotzdem Spaß. War ja in der Vergangenheit auch so. Was ich habe sagen wollen, ist letzten Endes nur, dass Depeche Mode seit einiger Zeit immer wieder auf so einen Pool von Songs zurückgreifen, der dann auch immer wieder zurückkehrt. Und an der Stelle war ich vielleicht im Rahmen des letzten Videos noch zu wenig präzise. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass World in My Eyes fester Bestandteil des Programms sei. Das war nicht immer so. Das ist im Rahmen der Kommentarzeilen auch korrigiert worden. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich lade euch ja ein zu einer Diskussion. Und wenn ihr es besser wisst, verdammt nochmal, ihr könnt es doch ergänzen. Was mir wichtig ist, die Diskussion und die Spekulation darüber, wie die Setlist beschaffen sein könnte, soll letzten Endes ja Spaß machen. Wir tauschen uns aus über das, womit sich unsere Lieblingsband beschäftigt und fangen darüber an zu spekulieren, was gespielt wird und was nicht. Das gleicht so ein bisschen der Diskussion im Vorfeld von dem Spiel der Nationalmannschaft darüber, wer Teil der Aufstellung ist und wer nicht. Das ist auch eine Prognose, man weiß das nicht und klar ist es erst eine Stunde vor Spielbeginn, wenn die Aufstellung bekannt gegeben wird. Und so ist es bei der Setlist im Rahmen der anstehenden Tour dann auch. Klarheit haben wir erst, wenn es dann losgeht. So weit, so harmlos. Ich kann darin ehrlicherweise was Schlimmes nicht erkennen. Im Gegenteil, macht doch Spaß, sich wieder mit den Jungs auseinandersetzen zu können. Pandemiebedingt ist der 4-Jahres-Rhythmus, was Albumveröffentlichungen angeht, nicht ganz durchgehalten worden. Jetzt sind wir ein bisschen hinten dran, aber es kommt jedenfalls noch was. Die beiden Herren haben ja ein gewisses Lebensalter erreicht. Flat
Patch ist jetzt schon nicht mehr da. Ewig wird uns die Band also nicht erhalten bleiben. Also ja, verdammt, lasst uns diskutieren, auch über sowas wie eine mögliche Setlist, auch wenn es spekulativ ist, ist doch egal. Ja? Was man, glaube ich, zur Sache noch sagen kann, ist ganz einfach, dass Dave sicherlich als Vollprofi sehr gut in der Lage ist, so eine Interviewsituation für Promo in eigener Sache zu nutzen. Und gerade The Sun and the Rainfall ist ein Song, der vor einiger Zeit mal Teil einer Kampagne war, in der Fans sich zusammengetan haben und gefordert haben, dass The Sun and the Rainfall endlich mal wieder Teil der Setlist werden sollte. Möglicherweise ist anzunehmen, dass auch die Band selbst hier in, bei Dave bekannt geworden ist, dass es diese Kampagne gibt. Und genau das greift er auf und schmeißt damit einen Stein ins Wasser. Und was passiert? Alle Welt diskutiert tatsächlich darüber. Er hat den Titeltrack erwähnt. Er hat erwähnt, The Sun and the Rainfall könnte Teil der Setlist sein, vorausgesetzt es passt zu den neuen Songs und lässt sich irgendwie ins Programm einbinden. Und gibt natürlich so den Anstoß dafür, dass alle Welt, ich ja auch, sich eine Platte darüber macht, ob das dann am Ende so stattfindet oder eben nicht. Wie gesagt, in der Vergangenheit ist mit dem Gedanken gespielt worden, dass Lie to Me möglicherweise zur Aufführung gelangen könnte. Und davor war es mal Nothing. Ich weiß nicht jetzt aus dem Stand, welche Songs da noch eine Rolle gespielt haben. In den Kommentarzeilen beim letzten Mal taucht eine ganze Reihe von Wünschen auf, die mal wieder Teil der Setlist sein sollten. Zum Beispiel Photographic. Ja? Und solche Wünsche habe ich natürlich auch. Und natürlich würde es mich freuen, wenn The Sun and the Rainfall Teil des Live-Programms wäre. Aber das leistet der Sache keinen Abbruch. Ich werde nicht wahnsinnig enttäuscht sein, wenn das am Ende nicht der Fall ist. Alles, was ich sagen will, ist, es gibt einen bestimmten Pool an Songs, auf den Depeche immer wieder zurückgreifen, auch live. Also es ist dann beispielsweise entweder World in My Eyes oder Policy of Truth, was auch in der Kommentarzeile letztens erwähnt worden ist. Es ist auch Halo zum Beispiel, ist ein Song, der immer mal wieder auftaucht im Tourprogramm. Nicht jedes Mal, aber immer mal wieder. Auch Stripped ist so ein Song, der immer mal wieder im Tourprogramm auftaucht. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Was will ich damit sagen? Das, was letzten Endes gespielt worden ist oder was gespielt wird, ist dann zum Beispiel World in My Eyes oder Policy of Truth, wenn es um Violator geht. Es ist aber nicht The Sweetest Perfection. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will damit einfach nur erklären, was gemeint ist. Kurz und gut, ich habe nicht mehr oder weniger sagen wollen, als dass dieser typische, dieser charakteristische Songpool mal aufgebrochen werden könnte und auch noch mal ein paar andere Songs, möglicherweise sehr alte Nummern, Teil des Programms werden könnten. Das wäre doch mal was und das wäre dann wirklich eine handfeste Überraschung. Ich sage das auch deshalb, weil ich selbst 1993 das erste Mal bei einem Konzert von Depeche Mode war, damals in Hannover in Garbsen, und das war natürlich ziemlich geil, ja, und diese Intensität des Konzerts, die ist mir in Erinnerung, und das ist auf den letzten Touren nicht mehr ganz so der Fall gewesen. Also so diese alte Euphorie, die mal da war, auch wenn es den Jungs von Depeche Mode damals nicht so gut ging, das ist mir völlig klar, die fehlte zuletzt so ein bisschen. Ja, also manche Nummern sind sehr, sehr langsam. Nochmals, das tut der Sache keinen Abbruch, deswegen machen die Gigs trotzdem Spaß. Das will ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber manchmal fehlt so ein bisschen der Dampf im Kessel. Und das ist eigentlich mein Kritikpunkt gewesen. Mehr habe ich damit nicht sagen wollen. Ich wollte mich damit nicht in Bedrängnis bringen. Ich wollte keinen Anstoß nehmen an irgendwas. Und mir ist völlig klar, dass es gerade bei Depeche Mode da draußen eine Reihe von ausgesprochenen Nerds gibt. Und das meine ich gar nicht negativ, die sehr, sehr gut Bescheid wissen über die Band und sich auch in der Bandhistorie hervorragend auskennen, im Songkatalog sowieso. Und die vielleicht sogar die eine oder andere Setlist mehr oder weniger auswendig können. Ich will mich da jetzt gar nicht zu weit positionieren. Das war nicht mein Punkt. Das war nicht mein Punkt. Mein Punkt war, den Kreis der möglichen Songs, die live gespielt werden, eventuell zu erweitern und damit der Live-Show einen überraschenden Charakter zu geben. Es gibt ja eine Reihe von Songs, darüber war auch schon die Rede, wie Just Can't Get Enough,
Enough oder Everything Counts. Die Nummern sind bekannt und tauchen immer wieder im Live-Programm auf. Und das sind jetzt Nummern, die seit 40 Jahren immer wieder Teil des Programms sind. Also die Jungs von Depeche geben sich auch große Mühe. Everything Counts gab es jetzt in der x-ten Version live. Wenn sie es mal ganz aus dem Programm werfen würden, ich glaube, das Publikum hätte gar nicht so viel dagegen. Ja, das ist trotzdem ein klasse Song, aber nach so langer Zeit hat man den irgendwie gehört. Und für Just Can't Get Enough gilt halt Ähnliches. Wenn das Ding aus dem Programm flöge und zum Beispiel ersetzt würde durch Photographic, dann wäre das möglicherweise, wage ich zu behaupten, der noch viel größere Spaß, weil es was ist, womit nicht alle rechnen und weil Photographic eine ohnehin sehr beliebte Nummer aus der Frühphase der Band ist und ich wäre mir sicher, dass die Post abgeht, wenn sie live gespielt würde. Ich weiß nicht, ob das passiert, wünschenswert wäre es allemal. Also Just Can't Get Enough raus und Photographic rein und alles ist gut. Es bleibt aber auch dann gut, wenn das nicht der Fall ist. Dann werde ich die Show trotzdem genießen und freue mich trotzdem auf das anstehende Album und auf die nächste Tour. Mein Gott, wir reden hier über unsere Lieblingsband und ein bisschen Spekulation an der Stelle zur Überbrückung der Zeit bis März, bis es dann endlich losgeht, auch im Mai in Deutschland mit den Konzerten. Solange muss es doch möglich sein, sich über die Dinge zu unterhalten und sei es eben spekulativ.